Hallo miteinander und willkommen zurück zu Risen mit Torin. Ja, unser Piranha-Bite zu Warm-Up sozusagen, Richtung Elex. Wir sind gerade hier in der Hafenstadt angekommen, nachdem wir erstmal im Banditenlager eine ganze Zeit lang waren, dann ein paar Quests gemacht haben. So, jetzt wird hier gespeichert zunehmend. Arno. Ach, das war der mit der kranken Frau, an den erinnere ich mich. Arno. Hast du vielleicht ein paar Münzen für einen armen Bauern? Wir haben kaum was zu essen und meine Frau Martha ist krank. Hast du keine Arbeit? Hast du keine Arbeit? Ich habe die Kühe bewacht. Aber jetzt ist meine Frau krank. Die paar Münzen, die ich noch habe, reichen vorne und hinten nicht. Ja, komm. Hier hast du 25 Goldstücke. Danke, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ja, schon gut. Nochmal danke. Du weißt ja gar nicht, wie schwer es für uns Bauern in der Stadt ist. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Bist du ein Heiler? Martha, meine Frau ist schwer krank und ich befürchte das Schlimmste. So, was stimmt nicht mit deiner Frau? Was stimmt nicht mit deiner Frau? Ich wette, das kommt alles nur wegen dieser verfluchten Ruinen. Wie das? Eine von denen ist ganz in der Nähe meines Hofes aus der Erde gekommen. Am nächsten Tag bekam meine Frau das Fieber. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe, Meister Belschwur kann ihr helfen. Wer zur Hölle ist Meister Belschwur? Wer ist Meister Belschwur? Ein Magier aus der Vulkanfestung. Du findest ihn hinten, in der Gosse, am Schrein der Flamme. Er ist der Einzige, der sich um uns Bauern kümmert. Der Magier aus der Gosse, hä? Na gut. Na gut, dann laufen wir mal weiter. Und ja, in die bürgerlichen Häuser dann, um da was Beute zu machen. Na. Delgado, wie unauffällig du hier stehst in deiner Banditenrüstung. Hallo. Du bist doch neu hier, oder? Klar. Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, wie? Ja, ich komme von draußen. Ja, ich komme von draußen. Du brichst einfach das Gesetz des Inquisitors und leugnest es noch nicht mal. Du solltest vorsichtiger sein. Wenn du das den falschen Leuten erzählst, kannst du großen Ärger bekommen. Genau wie ich. Leg dich mal ab. Du hast Ärger mit dem Gesetz? Du hast Ärger mit dem Gesetz? Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren. In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen. Aha. Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. Okay, was macht ihr für Geschäfte? Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Okay, was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Das ist nichts davon. Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Wer ist dieser Mann? Er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er, uns fertig zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Was denkst du, hä? Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. Zufällig? In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Ganz klar. Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Aha. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Genau das.
Ich kann aus dir einen Taschendieb machen. Und wenn wir erstmal die Stadt wieder kontrollieren, nimmt Don Esteban dich in unsere Bande auf. Wie kann ich dir helfen? Costa, der Pfandleiher, macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Okay, ich würde sagen, ich bringe dir dein Gold, wa? Ich bringe dir dein Gold. Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Na, mit einem Schläger wäre er schon fertig, hä? Wir sind schon mit Schlimmern fertig geworden, hä? Wie Gold schuldet Costa dir? Wie viel Gold schuldet Costa dir? Er hat mir viel Ärger gemacht. 300 Goldstücke sind angemessen. Die Hälfte kannst du behalten. Gut. Wie soll ich ihm das Gold abluchsen? Wie soll ich ihm das Gold abnehmen? Das ist mir völlig egal. Wenn du ihn ordentlich verprügelst, kannst du es ihm vermutlich einfach abnehmen. Aber leg ihn nicht um. Das bringt nur Ärger. Und pass auf seinen Schläger auf. Hast du noch ein paar Tipps für mich? Hast du noch einen Tipp für mich? Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten, du erledigst sie nacheinander. Versuche, deine Gegner zu provozieren, dann mischt sich keiner in euren Kampf ein. Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen, und das willst du ja nicht. Alles klar. Wir sollen ihn dazu bringen, uns zu erledigen, ne? Und das zumindest zu versuchen. Warte! Ich bin Sabrosa, ein Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Servus. Ich habe gesehen, dass du mit Delgado gesprochen hast. Ja. Und? Du solltest darauf achten, mit wem du dich einlässt. Was weißt du über Delgado? Er gehört zu den Banditen von Don Esteban. Das sind allesamt ganz abgebrühte Gauner. Sie stehlen, lügen und erpressen, um die Stadt in ihre Gewalt zu bekommen. Ich rate dir, lass dich nicht mit ihnen ein. Okay, die Banditen sind also die Bösen, schon verstanden. Was unternehmt ihr gegen der Banditen? Draußen kümmert sich der Inquisitor um die Banditen. Hier in der Stadt sind wir zuständig. Kommandant Carlos hat mich und meine Kameraden losgeschickt. Wir lassen die Banditen jetzt nicht mehr aus den Augen und werden ihnen das Handwerk legen. Ich kümmere mich um Delgado. Okay. Warum schmeißt ihr die Banditen nicht einfach aus der Stadt? Meinst du, das haben wir nicht probiert? Die Galgenvögel tauchen immer wieder auf. Keine Ahnung, woher die kommen. Nein, wenn du willst, dass die Typen verschwinden, musst du dafür sorgen, dass sie nicht wiederkommen wollen. Wenn du uns helfen willst, musst du dich entscheiden. Hilfst du denen, werden sie hierbleiben. Hilfst du uns, werden sie verschwinden müssen. Okay, jetzt muss ich mal kurz mal schneiden, weil das Telefon klingelt. So, also sorry für den Schnitt nochmal. Wie kann ich euch helfen? Ich muss herausfinden, was Delgado plant. Seit ich ihn beobachte, hält er sich zurück. Aber er hat irgendwas vor. Du kommst an ihn ran und kannst es für mich herausfinden. Zusammen werden wir seine Pläne vereiteln. Okay. Was habe ich davon, wenn ich euch helfe? Es gibt nicht viele, die sich freiwillig melden wollen. Unser Kommandant wird das zu schätzen wissen. Wir können dich ausbilden, ob als Magier oder Ordenskrieger. Die Entscheidung liegt dann bei dir. Und du bekommst natürlich auch eine Belohnung für jeden Banditen. Wie hoch ist die Belohnung für Delgado? 100 ehrlich verdiente Goldstücke. Tja, das ist leider zu wenig. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, wir können doch beides machen, oder? Ich weiß es nicht. Na komm, wir machen auf Magier. Wir gehen auf Magier. Aber machen wir das sofort? Weiß es nicht. Ja doch, komm. Delgado will beim Pfandleiher Costa Schutzgeld erpressen. Lass mich raten. Du sollst das übernehmen, weil er sich nicht traut. Ja, Costa nimmt anscheinend die Bauern aus und die Banditen wollen ihren Anteil. Costa kam mir schon von Anfang an komisch vor. Delgado braucht dringend Gold, sonst steigen ihm seine eigenen Leute auf den Kopf. Das hört sich gut an. Das ist die Chance, auf die ich gewartet habe. Willst du mir helfen, Delgado zu erledigen? Was soll ich für dich tun?
Du wirst zum Schein für Delgado arbeiten und das Gold von Costa besorgen. Aber anstatt es ihm zu geben, gibst du es mir. Ich werde dann dafür sorgen, dass es die rechtmäßigen Besitzer zurückkriegen. Verstehe. Wenn Delgado nicht an Costas Gold kommt, bekommt er Probleme. Vielleicht verlässt er sogar die Stadt. Okay, zum Schein für Delgado. Ja. Also wir gehen auf Magie. Denke ich, das... Das sollte eigentlich, hoffentlich... Diese Truhe hier... Die ist völlig offen. Auf der Straße. So, Fuller. Und schöne Schwerter da. Hi! Wenn du ein Bett suchst, geh nach oben. Bezahlt wird anschließend bei Costa. Ist ziemlich unüblich, erst nachher zu bezahlen. Ich werde nur bezahlt, um hier aufzupassen, also frag mich nicht sowas. Worauf passt du auf? Auf Costa. Er will keinen Ärger. Ärger mit wem? Gäste, die nicht zahlen. Oder sonst jemand, der ihm ans Bein pissen will. Du bist also ein Schläger. Du bist also ein Schläger. Sogar ein ziemlich guter. Wo ich hinschlage, wächst kein Gras mehr. Zeig mir, wie gut du bist. Was? Du willst dich hier mit mir prügeln? Ja, komm her. Ja, komm her. Gut, dann schauen wir mal, wie gut du bist. Bringen wir es hinter uns! Ja, eine Gnade! Ja! Oh! Ja! 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 Hä? Ja. Komm schon! Los doch! An die Wand mit dir! Ja! Ja! Sieht halt echt eine Menge aus, ne? Ach schon! Wir müssen echt diese Mach schon. Besseren Schläge landen. Das ist hier eine ganz langwierige Angelegenheit. Oh. Der macht nicht so viel Damage meistens. Das ist echt gut. Wir waren auch nicht mal voll von der HP her. Oh oh. Los doch. Oh oh. Es kommt auf dem Finale. Nein. Sauberer Schlag. So ein Bastard. So ein elender Bastard. Ah. Als ob. Das bisschen HP fehlt uns dann halt echt am Ende. Das ist doch echt nicht wahr. Ah. So. Und der muss wieder hier hin. Und der. Wenn wir gesoffen hätten, wir nämlich auch gewonnen. Das regt mich doch echt auf. Meine Güte. So. So, Kollege. Jetzt mal nimm mal den Scheiß hier mal mit, ne? Den brauchst du nicht mehr. Ja, aber so ein Schwetter, da würde ich auch fertig machen. Hi. Wenn du ein Bett suchst. Nein, ich such gar nicht, ich such Streit. Wo? Oh. Ja. Ja. Ist ein Schläger. Aber das ist für den Typ hier. Für den Ekel. Zeig mir, wie gut du bist. Ja, komm her. Gut, dann bringen wir es hinter uns. Los noch. Ja. Komm schon. Los doch. Ist das nur, wenn er seine Deckung so weit offen lässt? Oh ja, jawohl, komm schon. Was hast du denn? Gefällt dir dein Schleifstein, ha? Pass davon nicht mehr weg. Oh oh. Ach komm, ey. Mach schon. Bin ich wieder zu gierig. Okay. Mach schon. Das muss ich mir ansehen. Also, ein bisschen Seitenschütze. Hab ich kurz dann auch ganz gut. Vor allem, wenn man aneinander vorbeihauen will. Wow. Jawohl, ja. So, gib mir dieses Teil. Ach, jetzt ist es ein Knüppel auf einmal. So, gib mir deinen ganzen Scheiß. Du hast nichts davon verdient. So, bei dir gehen wir jetzt auch noch ein bisschen gucken. Nochmal von vorne. Oh, Scheiße. Geht doch. Na, also. Goldblocken hat er, der Typ. Schrank. Hm. Ein paar Pfeile. Ein bisschen was zu essen.
So. Oh, haben wir das auch alles ausgeplündert? Dann speichern wir mal kurz. Na so, und wer ist jetzt hier der Schläger, hä? Mächtig was auf dem Kasten, muss ich schon sagen. Hast du genug? Ja, ich habe genug. Mit dir lege ich mich nicht mehr an. Pass auf, ich schlage vor, wir vergessen die Sache. Ja, das will ich hoffen. So, können wir auch nochmal den Stank plündern hier. Liegt auch ein Fell rum. Schweinfell. Doyle. Kann das nicht noch warten? Was machst du denn hier? Das gleiche könnte ich dich auch fragen. Ich schlafe hier nur. Nur schlafen. Nichts weiter. Ja, ja. Musst du über die Runden? Kommst du über die Runden? Ich arbeite für, den Fischhändler. So, so. Ja, so ist das. Ich hole Fische ab und biete sie den Leuten an. Schwer beschäftigt siehst du ja nicht gerade aus. Momentan ist es ziemlich ruhig. Okay, du wirst mich doch nicht beklauen, wenn ich hier schlafe. Du wirst mich doch nicht beklauen, wenn ich hier schlafe. Was denn? Ich? Nein, sowas mache ich nicht. Das will ich dir auch geraten haben, sonst kriegst du den Ärger deines Lebens. Ja, ja, mach dir um mich keine Sorgen. Schon klar. Na gut, hier gibt's nichts zu holen mehr. Dann speichern wir kurz und essen ein Brot, das wir ihm geklaut haben. Wisst was Käse dazu, den wir ihm geklaut haben? Ach ja, und noch einen Apfel, den wir auch geklaut haben. So lässt sich's leben. So, Costa. Willkommen, ich bin Costa, der Pfandleiher. Wenn du irgendwas brauchst, ich kann's dir besorgen. Ich besorg's dir auch gleich. Was verkaufst du so? Was verkaufst du so? Alles, was ich in diesen schwierigen Zeiten auftreiben kann. Ich habe Waffen, Tränke, Schmuck, Spruchrollen und vieles mehr. Wenn du es brauchst, kann ich dir sogar ein Bett besorgen. Ah. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Oh, ist hier irgendwas ein Holzschild. Das ist genau das, was wir haben, ne? Oh, nee. Ein kleines Schild. Ist aber auch ein Holzschild. Also, jetzt kann man das kleine Schild ja verkaufen, ne? Waffenschaden 2? Hm. Okay. Es gibt noch einen Offiziersrock. Durch das, was er da, glaube ich, trägt. Ne, das ist immer noch unsere Arbeiterkleidung besser. Er hat Dietriche. Wir haben noch 4 Stück. Aber die nehmen wir ihm mal ab. Coles Jagdbogen. Der Name Cole ist eingraviert. Und eine Machete. Würde schon unseren Klingenschein einfach mal verdoppeln, ne? Ah, ne. Nicht verdoppeln, aber um 5 mehr. Ja, 25%. Das ist nicht schlecht. So. Was können wir denn dir Schönes anbieten hier? Wie wäre es mit einem Diamant? Oder so. Wir nehmen mal so einen Pokal hier. Stimmt so. Ciao. So. Wo kommst du denn deine Waren her? Wo kommst du deine Waren her? Da keine Waren mehr in die Stadt hineinkommen, muss man halt das verkaufen, was bereits hier ist. Wie meinst du das? Die Bauern. Die armen Schweine haben kaum genug zum Leben. Für ein paar Goldmünzen verkaufen sie dir auch ihr letztes Hab und Gut. Beutest die Bauern aus. Du beutest die Bauern aus. Knallhart. Ausbeuten? Hey, niemand zwingt sie an mich zu verkaufen. Wenn sie glauben, sie müssen ihren Familienschmuck gegen ein warmes Bett eintauschen, ist das ihr Problem. Wenn sie Almosen wollen, sollen sie zur Bellschwur gehen. Ich mache Geschäfte und habe nichts zu verschenken. Ja, ja, ganz klar, du bist ein Bastard, schon verstanden. Kann ich denn schlafen? Wo kann ich schlafen? Es ist keine gute Idee, einfach so in wildfremden Betten zu übernachten. Damit handelst du dir nur Ärger ein, aber du kannst bei mir schlafen. Im oberen Stockwerk stehen ein paar Betten. Ich verlange nicht viel dafür. 30 Goldmünzen. Dafür sind meine Betten sauber und du kannst ruhigen Gewissens schlafen. Eine Baracke. Delgado wartet auf sein Geld. Delgado wartet auf sein Gold. Da kann er lange warten. Ich bezahle nicht mehr. Ich befürchte, das wird Delgado gar nicht gefallen. Soll das etwa eine Drohung sein? Mach dich nicht lächerlich. Du willst nicht zahlen? Du willst also nicht zahlen. Ist das dein letztes Wort?
Pass mal auf, Kleiner. Es war nicht sehr klug von dir, dich mit Delgado einzulassen. Du hast dir die falsche Seite ausgesucht. Don Esteban ist nicht mehr hier und die Stadt untersteht jetzt dem Orden der Heiligen Flamme. Von mir kriegt ihr nichts mehr. Und ja, das ist mein letztes Wort. Muss ich mir das Gold wohl einfach nehmen, ja? Muss ich mir das Gold wohl einfach nehmen. Du willst dich also mit mir anlegen? Bitte! Fuller! Den kannst du vergessen. Den habe ich schon erledigt. Ich habe gleich gewusst, dass der Versager nichts taugt. Also gut, dann nur wir beide. Jetzt gibt's was mit der groben Kälte. Ja! Weiter! Ja! Ist aber sehr flink zu Fuß, Kollege. Los doch! Endlich passiert hier mal was! Ja! 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 Na, komm an die Wand mit dir! So. Oh, das tat nichts. Ist ja keine Waffe in der Hand. Hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Nicht so. Ich würde den nächsten da stechen, den Bastard. Okay. So. Das wurde automatisch gespeichert. Hier ist Kostas Gold. Hier ist Kostas Gold. Sehr gute Arbeit. Ich werde dafür sorgen, dass das Gold in die richtigen Hände kommt. Also, wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Delgado sollte wissen, dass bei Costa für ihn nichts mehr zu holen ist. Das wird seine Probleme vergrößern. Wie gehen wir vor? Du gehst zu ihm hin und sagst ihm, dass der Orden das Gold hat. Wenn er keinen Ärger will, soll er aus der Stadt verschwinden. Warum sollte Delgado verschwinden? Warum sollte Delgado verschwinden? Wenn er kein Gold mehr bekommt, gibt es keinen Grund für ihn, hier zu bleiben. Außerdem wird er irgendwem erklären müssen, wo seine Einnahmen bleiben. Das sollte reichen, damit er aus der Stadt verschwindet. Okay. So, Delgado. Das Gold von Costa ist leider weg. Das Gold von Costa ist weg. Der Orden hat es. Du glaubst, du hast mich ausgetrickst, wie? Aber wir sehen uns bestimmt noch einmal. Was hast du jetzt vor? Ich werde erstmal die Stadt verlassen und die Suppe auslöffeln, die du mir eingebrockt hast. Aber danach solltest du mir nicht mehr über den Weg laufen. Ja, ja, mit etwas Glück werde ich erwarten einen Feuerball an den Kopf. So, Delgado ist weg. Delgado wird die Stadt verlassen. Das war gute Arbeit von dir. Ich bin froh, dass du dich für die richtige Seite entschieden hast. Schon in Ordnung. Gut, dann ist der Fall abgeschlossen. Ich werde Carlos ausrichten, dass du mir geholfen hast. Hier ist deine Belohnung. 100 Gold. Naja, das andere wäre besser gewesen, aber... Wolfswell. Was ist das denn hier? Achso, hier kann man noch hinten in den Hafen. Oh Gott, das ist mir, glaube ich, noch nie aufgefallen. Ah, ja. Ja, ich war noch jung und anders, als ich das letzte Mal gespielt habe. Elias. Und du machst hier Imana-Wurzel anbauen, oder was? Was ist denn hier los, Bürgerin? Oh. Zeit, den Bauern hier alles abzunehmen, was sie noch haben. Ich wollte nur darüber aufregen, dass sie die ausnehmen und jetzt hinten nur einfach beklauen. Ja, ja, ich weiß, Doppelmoral, aber na, ist es ja in dem Sinne hier ein Spiel. Also zumindest für uns. Für die anderen hier nicht, ne? Für die anderen hier ist das ja Realität, nur für uns ist das hier ein Spiel. Na, nur erstmal einen Schluck Wasser. Müssen wir es noch zwei, dreimal machen. Weiß ja nicht, wer hier als nächstes auf uns zukommt und uns verprügeln will. Was kostet das, der Prügel? Du bist unser Held. Wir müssen mal mit ihm reden. Tät ja ganz gerne Nachbar sowas. So, Kostas. Na, wie viel willst du mir jetzt abverlangen fürs Pennen oben? Dieser Schläger. Was willst du? Reicht dir mein Gold noch nicht? Ich hatte dich gewarnt. Ja, ja, ich weiß. Du kannst nichts dafür und hattest deinen Auftrag. Genau. Also am besten vergessen wir die Sache und tun so, als wenn nichts passiert wäre. Gut, schließlich muss es weitergehen. Ende. Da ist zumindest die Betten günstiger haben wollen, so Elias. Hast du dich schon umgesehen? Suchst du etwas Bestimmtes? Eine Pfanne aus Gusseisen? Oder eine Halskette? Wenn du Hunger hast, wir haben Kartoffeln aus eigenem Anbau.
Schau dir in Ruhe meine Waren an. Du bist also Händler? Du bist also Händler? Nein, nicht wirklich. Ich bin Bauer. Ich verkaufe die Sachen nur, weil ich es muss. Zum Glück bin ich nicht gezwungen, zu Costa zu rennen. Wieso? Was ist mit Costa? Wieso? Was ist mit Costa? Er ist ein Betrüger und nutzt unsere Situation schamlos aus. Er kauft ihnen ihre Waren weit unter Wert ab und verkauft sie dann weiter. Also wenn du ein gutes Werk tun möchtest, hab ich schon. Sieh dir meine Waren mal an. Ah. Verkauft ihr eure Waren nicht woanders? Warum verkauft ihr eure Waren nicht woanders? Sollen wir etwa ins Händlerviertel rennen? Nein, die Händler dort wollen uns nicht haben. Wir haben nicht genug Gold, um ihre Waren zu kaufen. Selbst die Weißen wollen uns da oben nicht sehen und jagen uns davon. Da bleibt vielen von uns nur der Gang zu Costa. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Es gibt 3 Viertel in der Stadt. Wir sind hier in der Gosse. Das ist die gesamte Straße oberhalb des Hafens. Weiter unten am Wasser ist das Hafenviertel. Es reicht vom Leuchtturm bis zu den Lagerhäusern und der Gefängniszelle am Ende des Kais. Im Händlerviertel leben die reichen Bürger und Händler. Dort ist auch das große Haupttor der Stadt. Okay, erzähl mir was über das Händlerviertel. Erzähl mir was über das Händlerviertel. Wenn du Gold hast und gute Ware suchst, solltest du dorthin gehen. Rund um den Platz beim Haupttor gibt es viele Händler mit gutem Angebot. Wir Bauern sind dort nicht gerne gesehen. Wir vertreiben angeblich die guten Kunden. Pah, als wenn es die hier noch geben würde. Eben. Den Hafen? Erzähl mir was über den Hafen. Im Hafenviertel findet ein Seemann alles, was er auf Landgang braucht. Also eine Kneipe und das Bordell. Den Leuten sitzt das Gold zwar nicht mehr so locker wie früher, aber wenn du ein bisschen Vergnügen suchst, bist du dort genau richtig. Wir haben dieselben Klamotten dann wieder. Bei den Häusern findest du viele ehemalige Fischer und Arbeiter. Eines der Häuser wurde vom Orden beschlagnahmt. Was sie dort lagern, weiß ich nicht. Sonst noch was? Ja, die alte Hafenmeisterei ist ebenfalls vom Orden beschlagnahmt worden. Dort haben sie ein Schlachthaus eingerichtet. Wenn du genug Gold hast, kannst du dort Fleisch kaufen. Aber komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Das Haus wird gut bewacht. Ja, ist ganz klar. Und die Gosse? Erzähl mir was über die Gosse. Die Gosse nennt man alles oberhalb des Hafens. Hier wohnen vor allem die armen Leute und auch die meisten von uns Bauern. Am Ende der Gosse hat Meister Belschwur eine Suppenküche eingerichtet. Er ist ein Magier aus der Vulkanfestung und hilft den Bedürftigen. Sonst gibt es hier noch Flavio, ein Händler. Er hat sein Geschäft ebenfalls am Ende der Gosse, direkt neben dem Schrein. Wenn du ein Bier trinken willst, geh zu Josh. Er hat hier eine kleine Kneipe. Okay, lass mal deine Waren sehen. Lass mal deine Waren sehen. Ist alles nicht ganz so imposant, ne? Zwiebeln. Es tut mir leid, ne, aber... Tschüss. Ja, ich erinnere mich, einen Mager gab es nämlich auch in der Stadt. Das ist dieser Belschwur, zu dem müssen wir ja sowieso. Aber erstmal müssen wir uns ja noch ein bisschen umgucken. So. Gleich müssen wir hier rein. Das Wolfsfell mitnehmen. Hinter ihr dann... Mann, du steckst doch alles ein, was? Endlich passiert hier mal was! Mach schon! So, wir verbinden mal kurz die Frau hier. So. Ja, sie hat uns leider erwischt. Also wir sollten hier auf jeden Fall noch genug mitnehmen, dass sich das gelohnt hat. Mann, du steckst auch alles ein, was? Den juckt das gar nicht, ne? Der wohnt hier, wir haben seine Frau hier umgehauen, aber... Ja. So, jetzt bekommt bestimmt bald ein Typ auf uns zu. Hey, du hast geklaut. So. Wache. Ich habe genügend eigene Sorgen. Okay, der war's also nicht. Hier? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Da kann er reinspicken, kann man ja ein bisschen. Na gut, na gut. Wir speichern trotzdem mal. So, du bist der Fischhändler hier. Hey, warte mal. Ich hab den besten Fisch der Stadt. Und du hast Glück. Weil heute ist und du bist, mache ich dir ein super Angebot. Lass hören. Wenn du bei mir einen Fisch kaufst, erhältst du einen weiteren gratis dazu. Das sind 2 Fische für den Preis von einem. Stell dir das mal vor. Ist das nicht unglaublich? Ja, ich kann's wirklich kaum glauben.
Ende. Einfach aus dem Grund, dass wir jetzt wahrscheinlich wieder bei 30 Minuten sind. Wir werden das nächste Mal mit Salty reden, in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich hier aus der, ja, eigentlich ganz schönen Hafenstadt. Ja, so ein bisschen so ein spanisches Flair, ne? So ein bisschen spanische Küstenstadt-Flair oder maurisch eher, fast schon, von der Art her. Und mit den ganzen Typen hier, die Carlos und Mendoza und sonst wie heißen, könnte man sich auch fast irgendwie meinen, dass wir auf der Iberischen Halbinsel sind. Ja, und ein Typ, der uns Fisch verkaufen will. Aber ich denke, damit werden wir uns, wie gesagt, das nächste Mal befassen. Bis dahin verabschiede ich mich. Macht es gut. Ciao, ciao. Euer Freelancer. Nein. Torrin heiße ich. Torrin! Verdammt! Torrin.